Herzlich willkommen zu meinem Video Nummer 31 und meinem Fermat-Blog zum großen Satz von Fermat im Jahr 2021. Heute geht es nach dem Intro um die ursprüngliche Bedeutung der diophantischen Gleichungen sowie um das Wort kausal. Beim großen Satz von Fermat geht es um die Formel von Pythagoras a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat und um die Vermutung von Diophant, dass man für diese Formel nur in der zweiten Potenz der Flächen wahre und richtige Lösungen mit ganzen Zahlen erhält und danach in Potenzen größer als 2 nie wieder. Kausal. Was bedeutet kausal? Im Zusammenhang mit dem großen Satz von Fermat bedeutet kausal, wenn man am Anfang eine Bedingung oder eine Eigenschaft festlegt, dann hat diese Auswirkung auf alle Werte von a, b, c, a Quadrat, b Quadrat und c Quadrat oder in höheren Potenzen a hoch n, b hoch n und c hoch n, jeweils in Richtung unendlich. Es ist die Voraussetzung für Ursache und Wirkung und für die vielen Sätze, wenn dann, der großen alten griechischen und römischen, arabischen und Mathematiker anderer Länder. Die Bedingungen am Anfang, sei es nun, wenn man für A die Reihenfolge unserer ungeraden natürlichen Zahlen einsetzt, ergibt sich für b minus c gleich 1 und für den Wert von c n Quadrat plus 2n plus 1, was doch sehr deutlich an eine diophantische Gleichung erinnert, wobei immer wieder hinzuweisen ist, Entschuldigung, dass der Diophant der Auslöser für den großen Satz von Fermat war. Der zweite Hinweis und warum Punkt 3 in diesem Video wichtig wäre, ist noch die Gemeinsamkeit der Primzahlen. Und dazu möchte ich euch den sogenannten 2-Quadrate-Satz von Pierre Fermat kurz vorlesen. Eine natürliche Zahl n kann genau dann als Summe von 2 Quadraten dargestellt werden, wenn jeder Primfaktor der Form Pi ist gleich 4m plus 3 in der Primfaktorzerlegung von n mit geradem Potenz n Exponentenhochzahl auftritt. Definition, Zusatzinfo: Eine Zahl n heißt darstellbar, wenn sie eine Summe von 2 Quadraten ist, das heißt n gleich n Quadrat plus y Quadrat für ganzzahlige x und y. Du kannst ja diesen Text im Internet suchen, ihn aufschreiben und selber eigene Gedanken dazu machen, um diesen großen Satz von Fermat ranken sich natürlich viele weitere Vermutungen, die auf eine Lösung warten. Ich denke, die Basis und Grundlage der bisherigen über 20 Videos zu diesem Thema
reichen aus, um einige davon zu lösen. Deshalb ist dieses Video das letzte ihrer Art und endet oder beendet den Teil 1 vom großen Satz von Fermat. Es ist sehr schnell erforderlich, eine Art Intranet aufzubauen, in dem ich gerne meine Videos und bisherigen Erkenntnisse zur Verfügung stelle, mit dem Zweck der gemeinsamen weiteren Erforschungen und der Suche nach weiteren Erkenntnissen für den Bereich Zahlentheorie der Mathematik sowie anderen Bereichen und Gebieten. Ich möchte mich noch bei dir bedanken für deine Aufmerksamkeit, für Liken, Teilen, Weitersagen, Twittern, WhatsAppen, Instagrammen, Telegrammen, wie es dir gefällt. Nutze die Videos, die Bilder vom Weber-Institut selber für Schule, Studium, eigene Zwecke. Sie stehen dir unter der offenen Lizenz CC BY SA zur Verfügung. Weitere Infos findest du auf der Homepage Info-App www.johnschutzergs.info auf der Unterseite Wi-Fi. Auf Facebook ist eine Gruppe, die sich Crowdfunding for Poster to Help nennt. Und diese verwenden wir als Einstieg für weitere konkrete Maßnahmen in der Praxis. Vielen Dank für heute. Wir sehen uns auf der Facebook-Gruppe für weitere gemeinsame Projekte, eventuell als offenes Forschungsprojekt auf der Basis von OER, ist die Abkürzung für Open Education Resources. Ich würde mich freuen, wenn du mitmachen könntest. Hast du keine Zeit, dann, wie gesagt, leite es weiter. Mach einfach was daraus. Diese bayerische Lizenz oder diese CC BY SA heißt auch bayerisch. Tu doch was magst damit. Vielen Dank für heute. Tschüss und Servus. Irgendwann sehen wir uns auch in meinem Video mal wieder.